Die Wunderwelt der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Gollywog. Ja, wer sich erinnert, das war am 18.08. Haben wir diese Pflanze uns zur Brust genommen, zurückgeschnitten. Sie ist mittlerweile wieder kräftig schön gewachsen. Gegossen habe ich sie bis jetzt noch nicht. Also sie braucht nicht sehr viel Wasser, da muss man wirklich drauf achten. Und dann haben wir Stecklinge gemacht. Ja, Stecklinge einmal im Wasserglas, um mal zu gucken, wann sie dann anfangen, Wurzeln zu machen, dass man das sehen kann. Und wir haben Stecklinge hier in diesen Topf gesteckt, um sie zu bewurzeln. Und das hat so schön funktioniert, dass ich das euch heute unbedingt zeigen muss. Und das machen wir jetzt allererstes. Und dann geht es nochmal um die Orchideen. Wir haben ja hier das Ding im Glas. Das werden wir uns gleich angucken. Dann haben wir hier den Steckling, den wir abgeschnitten hatten damals von der Mutterpflanze und dann ja im Prinzip wurzeln lassen haben. Und auch dort hat sich etwas Wunderbares gezeigt jetzt. Und von daher zeige ich euch das auch heute. Und mal gucken, was wir sonst noch so an Klimbim hier stehen haben. So sieht der Steckling jetzt im Wasser aus. Man kann sehr schön hier erkennen, dass direkt an dem Knoten hier sich die Wurzeln entwickelt haben und nicht hier unten an der Schnittstelle. Also ganz wichtig, dass solch ein Knotenpunkt tatsächlich mit ins Wasserglas oder dementsprechend natürlich in die Erde kommt. Ja, das Ganze ist nach 5 Tagen hat angefangen sich zu bewurzeln in dem Sinne. So, und dann schauen wir jetzt mal eben die Pflanze an. Das kriechende Schönpolster. Ja, wunderschön ist sie wieder nachgewachsen, hat ein kräftiges Grün. Wie gesagt, sie wurde nicht gegossen, nicht gedüngt, gar nichts. Ich habe sie einfach weiter wachsen lassen und das hat wunderbar funktioniert. Ich denke mal, ich werde sie jetzt umtopfen, weil ich kann die Feuchtigkeit hier nicht kontrollieren in dem Topf. Also das ist ja nicht wirklich möglich. Man kann hier mit so einem Finger mal reinfühlen, das fühlt sich relativ trocken an, aber so ganz sicher kann man sich aber nicht sein. Von daher werde ich das Ganze in einen durchsichtigen Topf pflanzen, damit ich das besser beobachten kann. Aber wir sehen, sie braucht nicht viel Wasser, sie kommt besser mit weniger zurecht. Von daher ist das schon mal ganz gut gelungen. Und dann schauen wir uns jetzt mal die Stecklinge an. Noch gar nicht lang ist es her und da hatten wir sie gesteckt. Und jetzt stand sie so, wie sie hier steht, abgedeckt, bisher immer. Ja, unter Zusatzbeleuchtung und wir sehen, das Ganze sieht wunderbar aus. Kräftig grüne kleine Pflänzchen und auch im oberen Bereich bilden sich Wurzeln hier und auch im unteren Bereich, also im Topf, kann man hier tatsächlich die Wurzeln schon sehen. Das wird also das Wachstum tatsächlich schon ja, richtig im Gange, ist sogar noch viel besser als im Wasser, wie wir das jetzt ja im Prinzip dann vergleichen können in dem Sinne. Also es funktioniert wunderbar in der Erde, das Ganze zu stecken und dann einfach wachsen zu lassen. Und es geht, wie man sieht, sehr, sehr schnell. Und so kann man sich ganz, ganz schnell neue Pflanzen heranziehen, um damit seine Tiere zu füttern. Tja, das ist doch mal cool, dass das so schnell funktioniert hat. Sehr beeindruckend ist auch, dass tatsächlich oberhalb der Erde sich Wurzeln gebildet haben, bei der relativen Luftfeuchtigkeit, die wir hatten. Also die Pflanzen waren nicht nass oder dergleichen, das war ja abgedeckt mit einem Topf, auch in dem Topf oben waren Löcher drin. Ja, eingesprüht habe ich sie nicht und von daher auch interessant zu beobachten, dass bei einer solch geringen Luftfeuchte die Pflanzen tatsächlich anfangen sich zu bewurzeln, selbst an der über der Erde in dem Sinne dann. Also das ist wunderbar. Nun ja, also so kann man sich ganz schnell neue Pflanzen heranziehen. Weiter geht's. Dann werden wir das Pflänzchen jetzt mal eben umtopfen. Ich habe ja schon ein bisschen Kokoserde eingefüllt. Natürlich wieder aufgedüngte Kokoserde, weiß Bescheid. Ja, so ist das, nicht wahr? So, dann schauen wir jetzt mal hier rein. Ja, ich würde sagen, dort ist immer noch Feuchtigkeit drin. Ja, dort ist immer noch etwas Feuchtigkeit drin. Also vollkommen ausreichend für die Pflanze. Also sie braucht wirklich nicht pitschnass stehen. Wir überlegen, wir haben sie jetzt eine Woche schon und seitdem wurde sie also nicht gegossen. So, und das Ganze vorsichtig auffüllen. Ich muss mal gucken, dass ich ihn nicht zu doll drücke, hier die kleinen Pflänzchen. Denn auch das sind ja Stecklinge, nicht wahr? Das ist ja noch keine Riesenpflanze in dem Sinne, sondern tatsächlich sind das auch noch Stecklinge hier, die halt schon etwas größer sind. Aber wir haben gesehen, es geht also recht schnell mit der Bewurzelung. Und von daher auch das Wachstum ist sehr schnell. Also werden wir bei den Stecklingen, die wir jetzt selber gemacht haben, auch ganz schnell eine fertige Pflanze uns erzielen. Ja, das ist so cool. Meine Güte, wenn das mal mit allen Pflanzen so schnell gehen würde, wa? Das wäre doch wohl der Hammer. So, mal gucken, dass ich ein bisschen andrücke, damit auch wirklich ausreichend Erde rundherum hier dran kommt. Ach, das ist so genial. Das ist so genial. So, vorsichtig. Ja, und theoretisch können wir uns jetzt schon wieder Stecklinge von machen.
So schnell geht das, das ist echt der Wahnsinn. Also das ist ja der Hammer. Ich gucke mal eben die andere Pflanze nochmal zum Vergleich. Also man sieht, diese hier ist kräftiger grün als diese hier. Das liegt halt daran, weil wir hier sie direkt in aufgedüngte Kokoserde auch reingesteckt haben. Also von daher ist das tatsächlich optimal. So, nun haben wir zwei Pflanzen und wir können uns jetzt noch eine machen und noch eine und noch eine und noch eine und so weiter und so fort. Ja, umso mehr Futter haben wir dann für die Tiere. Ach so, Moment. Okay, angießen tue ich dann doch diesmal. Aber auch hier nicht sehr viel, denn die Erde ist ja feucht, von daher etwas angießen ist dann ausreichend. Das kriechende Schönpolster. Ja, schön gewachsen ist es. Also das ist wirklich wunderbar. Innerhalb von einer Woche ist das Ganze richtig schön bewurzelt schon. Wir können sie jetzt offen stehen lassen. Ich stelle sie jetzt auch noch unter Zusatzbeleuchtung. Müsste man nicht. Man kann sie auch an ein helles Fenster stellen. Das ist also nicht das Problem. Aber auf gar keinen Fall direkt in die Sonne. Morgensonne, Abendsonne, alles okay, alles gut. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, wir haben jetzt einen kleinen Vergleich zwischen Grün und Grün. Wie lange es dauert, bis diese Pflanze genauso grün wird wie diese Pflanzen, nicht wahr? Es ist ja nicht eine, es sind ja ganz, ganz viele. Nun ja, das Thema ist jetzt damit abgehakt. Jetzt kommen wir zu den Orchideen. Ja, da hat sich nämlich etwas gezeigt, und zwar anhand dieses Sprays, Orchidspray, haben wir mittlerweile bei allen Orchideen rasantes Wurzelwachstum, kräftige grüne Pflanzen und es entwickeln sich auch neue Blätter. Allerdings ist hier irgendwas schiefgelaufen und was genau, weiß ich jetzt allerdings nicht. Es kann damit zusammenhängen, dass die Pflanze hier etwas im Wasser hängt, also die Wurzeln hängen so ja, 2 cm tief etwa im Wasser. Wir hatten sie ja vor kurzem rausgenommen, da waren so ein paar tote Wurzeln, die habe ich abgeschnitten und das Ding dann wieder hier reingehangen. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt ein Fehler von mir war, dass das Werkzeug vielleicht nicht sauber war, mit dem ich die Wurzeln abgetrennt habe. Oder eben, weil sie im Wasser hängt und ihr das überhaupt nicht gefällt. Aber nun ja, das war ein Versuch. Versuch macht klug. Das heißt aber, ich muss nochmal so einen Versuch machen, um wirklich zu wissen, ob es denn dann doch funktionieren könnte. Die Pflanze selber ist kräftig. Sie ist grün und alles okay. Nur die Wurzeln hier, die spielen irgendwie verrückt. Aber das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt auch ein bisschen näher an, auch diesen Kandidaten hier, damit wir mal einen kleinen Vergleich haben zwischen was geht oder was geht nicht. Vielleicht, wer weiß das schon. So, ran, nimm an. Kommen wir zum Nummer 1, Experiment, Orchidee im Topf, ohne Substrat, ohne alles. Die Pflanze wird einmal am Tag eingesprüht und einmal die Woche mit Orchidspray eingesprüht. Und hier steht in der Regel kein Wasser unten drin. Es kann mal sein, dass eine ganz kleine Pfütze drin steht für einen halben Tag oder so. Aber ansonsten trocknet das auch relativ schnell wieder aus. Es funktioniert wunderbar. Also da bin ich so begeistert von, dass es also möglich ist, diese Pflanze tatsächlich ja, zu erhalten, zum Wachsen zu bringen, ganz ohne Substrat, nur halt mit Luftfeuchtigkeit im Prinzip. Also das Wachstum ist wunderbar. Ich zeige das mal etwas näher, dass man das besser sehen kann, denn es ist doch sehr interessant zu beobachten. Es hat sich also lange Zeit gar nichts getan. Seitdem wir also das Orchidspray verwenden, ist tatsächlich hier alles richtig schick am Gange in dem Sinne. Ja, wer weiß, wenn sich hier noch mehr Wurzeln entwickeln, vielleicht können wir die später aber so hinstellen. Ja, weiß Bescheid. Nee, klar. Schauen wir uns mal etwas näher an. Alles, was wir jetzt hier sehen, das und auch auf der anderen Seite hier, das hier, ist jetzt vor kurzem alles nachgewachsen. Auch hier kommt noch ein kleiner Knoten wieder heraus, sehe ich gerade. Und auch hier, meine Güte, also es ist explosionsartig, wie sich das jetzt entwickelt. Also es hat sich lange Zeit gar nichts getan. Hier kann man so die alten Ansätze der Wurzeln erkennen. Also es sah immer so aus, dort wurde nichts und wurde nichts. Es war kein Wachstum zu erkennen, überhaupt nicht, auch nicht im unteren Bereich. Und auch hier sehen wir sehr schön den, ja, die neuen Wurzeln, die sich hier bilden. Das konnte ich bisher so noch nicht beobachten. Vor allen Dingen nicht in der Geschwindigkeit, in der das jetzt passiert. Auch hier, die Spitzen, die sind alle jetzt rasant gewachsen. Auch hier, ich dachte bisher immer, die Orchideen würden sich gar nicht verzweigen an den Wurzeln, aber dem ist nicht so. Sie verzweigen sich tatsächlich, auch wie wir sehen können. Tja, also das Experiment ist gelungen, werden wir natürlich weiter fortführen und ja, mal sehen, wie das Ganze in einem Jahr oder auch in ein paar Jahren aussieht mit diesem Experiment. Ja, Orchidee ohne Substrat, ohne alles, ohne Medium, Taste nicht gesehen, also auch die Blätter kräftig grün, wie wir sehen können. Alles wunderbar und schick und das Blatt ist jetzt auch vor kurzer Zeit neu gewachsen hier. Meine Güte, also Orchideen, Experimente damit zu machen, das lohnt sich auf jeden Fall. Denn wer weiß, zu welchen Erkenntnissen wir noch kommen werden. Jetzt schauen wir uns mal den Unglückskandidaten an.
Jetzt hätte ich fast was vergessen, und zwar das hier. Das ist die Mutterpflanze von dem Teil, den wir gerade beobachten konnten. Und auch hier ist, seitdem wir das Ganze mit Orchidspray regelmäßig einsprühen, ja fast schon ein Wunder passiert. Also hier wachsen kräftig die Wurzeln jetzt heraus, auch erst seit kurzem. Das kann man auch hier sehr schön sehen. Also das ist ja Wahnsinn. Hier hat man damals das Stück abgeschnitten von der Orchidee, also relativ tief. Auch hier eine wunderschöne, kräftige Wurzel, die sich hier entwickelt hat. Tja, theoretisch könnte man den Teil jetzt abschneiden und tatsächlich ja weiter kultivieren, wie auch immer, ob nur in Orchideenerde oder nicht. Je nachdem, welche Möglichkeiten man hat oder was einem gefällt. Ja, also es ist doch recht interessant, was mit Orchideen alles so möglich ist. Wir belegen auch die Orchidee auf dem Stein. Auch das ist ein richtiges Wunderwerk mittlerweile. Ja, es macht Spaß, mit Pflanzen zu experimentieren. Man kann viel erzählen und machen, nicht wahr? Wenn man mal sieht, was tatsächlich möglich ist, ist das Ganze doch wesentlich interessanter. Bei der Gelegenheit mal ganz kurz hier gezeigt, der Kapok, der Steckling, der hier im Wasserglas steht. Ja, er ist mächtig am Wachsen, also das Wurzelwachstum ist echt enorm. Und auch im oberen Bereich ist alles im grünen Bereich, das ist also wunderbar. Ja, und das, obwohl er so weit weg vom Licht steht. Interessant zu beobachten. Nun ja, nichtsdestotrotz kommen wir jetzt mal zu dem Kandidaten hier, zu unserer Orchidee hier im Wasserglas, was man das jetzt sehen kann. So, ja doch, also sie hängt ein bisschen im Wasser unten drin und scheinbar, wenn es da dran gelegen hat, gefällt es ihr nicht. Also die Pflanze selber ist schön grün. Ich würde sagen, wir holen jetzt einfach mal heraus und schauen uns etwas näher an. Der Unglücksrabe. So, ja, wir sehen hier die Pflanze. Wunderbar schön grün, also kräftig, knackig. Aber alle Wurzeln sind hier tatsächlich Matsche. Die hing hier noch im Wasser. Die ist noch etwas knackig. Aber ab da ist dann also tatsächlich auch hier, ja, die Leitungsbahn selber ist noch zu erkennen hier. Ob die Pflanze sich darüber noch versorgen kann, weiß ich nicht. Aber alles andere, wie gesagt, ist tatsächlich jetzt hier, ja, alles Matsche. Es ist also alles hohl. Da ist also nichts, man sagen könnte, da ist noch irgendwas, was man, wo die Pflanze etwas mit anfangen könnte. Also ja, jetzt echt die Frage, was machen wir jetzt? Ich ziehe mal gerade den ganzen Kram hier ab, dass man das vielleicht besser sehen kann. Also die innere Leitungsbahn, die sieht noch knackig aus. Ja, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ratlos gerade, was wir damit machen können oder könnten oder wie auch immer. Wie gesagt, also das Stück hier ist grün. Ja, die Leitungsbahnen sind weiß. Woran kann das liegen, dass die Wurzel, die äußere Schicht abgefault ist? Also ich habe da jetzt echt gerade überhaupt keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich will mal eben das hier abschneiden, was komplett abgetrocknet ist. Jetzt muss ich hier, weiß Bescheid, so, weg damit. So. Ja, was können wir jetzt machen? Was können wir jetzt machen? Ich bin echt gerade ratlos. Das sieht ja so ulkig aus, also das ist nicht okay. Ich weiß aber nicht, was hier los ist. Ja, ich würde sagen, wir lassen das Ganze so. Und wie sieht das denn aus? Und werden jetzt so verfahren, wie wir das mit der anderen Orchidee gemacht haben. Und wir stellen sie in ein Glas, aber ohne Wasser. Und dann mal gucken, was passiert im Laufe der Zeit. Tja, hoffen wir mal, dass es noch glückt. Wenn nicht, sind wir halt auch da wieder ein kleines Stück schlauer. Also es ist echt interessant zu beobachten, dass diese Leitungsbahnen hier noch alle knackig sind. Bin gerade ein bisschen ratlos. Nun ja. Einen kleinen Erklärungsversuch habe ich. Wir kennen ja das Problem Holz in der Erde. Dort, wo das Holz in Kontakt mit Luft kommt, also die Verbindung zwischen Erde und Luft, dort fängt das Holz an zu faulen. Ich vermute mal, dadurch, dass die unteren Wurzeln, die jetzt noch grün waren hier, im Wasser waren und der obere Teil halt nicht, dass dadurch das Ganze angefangen ist, ja, zu verrotten in dem Sinne. Aber interessant, dass die Leitungsbahn selber noch intakt ist. Das wundert mich ein bisschen. Nun ja, was wir davon mitnehmen, weiß ich jetzt nicht genau, ehrlich gesagt. Das ist ja nun ein Experiment. So sieht es jetzt momentan aus, ist de facto so. Es steht jetzt im Glas hier, wird einmal am Tag eingesprüht.
Und dann, ja, was heißt einmal am Tag? Also jetzt sprühen wir es einmal ein und jetzt beobachte ich, dass hier unten also kein Wasser drin steht mehr. Erst wieder besprühen das Ganze, wenn dann tatsächlich das einmal richtig ausgetrocknet ist wieder. Denn wie wir jetzt wissen, die Orchideenwurzeln müssen nicht immer nass sein. Sie nehmen Wasser auf, speichern das Wasser und geben es an die Pflanze ab. Und von daher also nicht zu oft nass machen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall davon jetzt schon mal mit. Nicht alles kann glatt gehen, wenn man Experimente macht. So ist das nun mal. Aber wir haben Erfahrung mit der Zeit jetzt, dass man Orchideen tatsächlich auch auf dem Stein pflanzen kann, ohne Substrat, ohne alles. Einmal am Tag anfeuchten das Ganze, einmal die Woche mit Orchidspray einsprühen, die Wurzeln und die Blätter. Und dann kann man die Pflanzen damit versorgen. Ja, sie Sorgen machen sie manchmal. Und somit wachsen sie dann. Also das ist ein richtiges Phänomen, wovon wir mit Sicherheit noch einiges ableiten werden mit der Zeit. Ich hoffe, auch ihr macht damit und macht damit Experimente. Es lohnt sich wirklich, mit Orchideen sowas zu machen. Also ne, traut euch, macht mal ruhig. Es gibt so viele Möglichkeiten und auch Ideen. Die könnt ihr mir auch gerne bei Facebook posten oder hier im Kanal unten in der Beschreibung, was ihr vielleicht schon mal gemacht habt mit Orchideen, was alles so möglich ist. Also es ist Wahnsinn, was tatsächlich möglich ist. Die Pflanzenwelt ist so interessant. Damals, als ich anfing mit Orchideen, dachte ich auch, Orchideen müssen in der Erde stehen. Also dieses Substrat, oder hast du nicht gesehen, es muss zwar Luft reinkommen und so, man sollte auch nicht zu viel gießen, das war auch schon mal ganz klar. Und ja, von daher sind wir mittlerweile einen ganz großen Schritt weitergekommen, indem wir die Orchideen tatsächlich ohne Substrat, ohne irgendwas einpflanzen können, beziehungsweise aufsetzen können, reinsetzen können und somit dann dementsprechend halt erhalten, pflegen, wachsen lassen. Natürlich dementsprechend versorgen, also ne, Feuchtigkeit ist klar, aber halt nicht zu viel. Und Düngen über dieses Orchidspray ist einmalig genial. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Freumisch und viel Spaß beim Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Lalalalala. Weiß Bescheid. So, wenn es gefallen hat, dann auch einen Daumen nach oben.